Merional und Fostimon gibt es in den Einheiten 75 und 150. Das Medikament besteht aus einer Ampulle Lösungsmittel sowie einer Trockenstechampulle. Aufbewahrt werden kann es bei Raumtemperatur, es muss also nicht in den Kühlschrank. Mit Hilfe einer der 2 Milliliter Spritzen, die Sie gemeinsam mit den Medikamenten ausgehändigt bekommen, müssen Sie sich die Injektionslösung unmittelbar vor der Verabreichung selber herstellen. In Ihrem Spritzentäschchen finden Sie Spritzen, dickere rosa oder orange Nadeln sowie kleinere graue Nadeln für die Injektion. Sie setzen als erstes eine dicke rosa oder orange Nadel auf die Spritze. Nehmen Sie nun die Ampulle mit dem Lösungsmittel zur Hand. Befindet sich Flüssigkeit im oberen Teil der Ampulle, klopfen Sie mit dem Finger dagegen, damit die Flüssigkeit nach unten rutscht. Legen Sie den Daumen auf den Punkt, halten Sie die Ampulle mit der anderen Hand fest und brechen Sie die Spitze mit einer kräftigen Rückwärtsbewegung ab. Zum Schutz vor Schnittverletzungen kann ein Taschentuch verwendet werden. Tauchen Sie nun die Nadelspitze in die Ampulle und ziehen Sie den gesamten Inhalt in die Spritze. Beachten Sie dabei, dass die schräge Spitze der Nadel auf den Boden der Ampulle blickt. Leichter geht es, wenn Sie die Ampulle leicht schräg halten. Stechen Sie nun mit der Nadel in die Trockenstechampulle und drücken Sie die Flüssigkeit aus der Spritze zum Pulver. Sobald die Flüssigkeit auf das Pulver trifft, löst sich dieses sofort auf. Sie dürfen die Ampulle keinesfalls schütteln. Lediglich ein Schwenken aus dem Handgelenk ist erlaubt, um eventuelle Pulverreste, die am Fläschchen kleben, aufzulösen. Ziehen Sie die Injektionslösung nun vollständig zurück in die Spritze. Lassen Sie auch hierbei den Kolben der Spritze nicht los. In der Trockenstechampulle bildet sich ein Unterdruck, sodass der Kolben wieder angesaugt und die Flüssigkeit zurück in die Ampulle fließen würde. Tauschen Sie anschließend die dicke rosarote Nadel gegen eine kleine graue Nadel aus. Vor der Injektion müssen Sie nun nur noch die überschüssige Luft entfernen. Halten Sie hierzu die Spritze mit der Nadelspitze nach oben und klopfen Sie mit dem Finger dagegen, um die Luft zum Aufsteigen zu bringen. Drücken Sie die Luft langsam nach oben, bis der erste Tropfen aus der Nadelspitze perlt. Das Medikament wird unter die Haut am Bauch gespritzt. Bilden Sie hierzu mit Daumen und Zeigefinger eine entsprechend dicke Hautfalte, circa eine Handbreit vom Nabel entfernt. Desinfizieren Sie die Einstichstelle mit einem der Alkoholtupfer aus Ihrem Spritzentäschchen. Lassen Sie die Haut etwa eine Minute trocknen. Stechen Sie die Nadel in einem Winkel von 30 Grad in die Haut und drücken Sie den Stempel der Spritze langsam nach unten. Ist das Medikament vollständig injiziert, zählen Sie noch einmal langsam bis 5, bevor Sie die Nadel herausziehen. Anschließend können Sie mit einem Alkoholtupfer noch ein paar Sekunden auf die Einstichstelle drücken, vor allem wenn sich dort ein Blutstropfen gebildet hat. Für jede Injektion muss eine neue Spritze mit neuer, dicker und dünner Nadel verwendet werden. Für eine tägliche Dosis von 225 Einheiten oder mehr müssen Sie mehrere Trockenstechampullen mit einer Ampulle Lösungsmittel vermengen. Sie öffnen die Ampulle mit dem Lösungsmittel wie eben beschrieben und drücken die Flüssigkeit in eine Trockenstechampulle. Ziehen Sie das Gemisch wieder in die Spritze zurück und lösen damit eine weitere Trockenstechampulle auf. Dieses Vorgehen wird wiederholt, bis Sie Ihre im Stimulationsplan angegebene tägliche Dosis erreicht haben. Sie verabreichen also mehrere Trockenstechampullen mit einer einzigen Lösung in einer einzigen Spritze. Schreibt Ihnen Ihr Therapieplan sowohl Injektionen mit Merional als auch Fostimon vor, können Sie beide Medikamente auf diese Weise in einer einzigen Spritze verabreichen und ersparen sich somit eine Injektion. Für die Verabreichung halten Sie bitte jeden Tag Ihre gewählte Uhrzeit ein. Wechseln Sie jedoch täglich die Einstichstelle.